Nachdem es gestern eher beschaulich zugegangen war an den Märkten, ist heute richtig Action drin im Vorfeld der Apple-Zahlen und dann morgen der Fed. Und dafür gibt es durchaus einige gute Gründe. Und damit allerherzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster, denn wir haben hier einige Warnungen an die Märkte. Das sind multiple Warnungen, könnte man fast sagen. Wir haben auf der einen Seite zunächst mal gehabt, schwache Zahlen von DAX-Konzernen, Lufthansa über minus 7%, Fresenius Medical Care über minus 7%, Bayer weniger im Minus, aber alle drei DAX-Konzerne, die heute berichtet haben, haben enttäuscht. Die Konjunktursorgen nehmen weiter zu nach einem deutlich schwächeren Konsum in Frankreich, nach einem schwächeren BIP in Frankreich. Wir haben dann vor allem aber die Aussagen von Donald Trump wieder in Sachen China, die dann diesen Konjunktursorgen noch zusätzliches Feuer bereiteten. Deutschland scheint ja irgendwie das Hauptopfer dieses Handelskriegs zu sein. Wenn China abkühlt, ist Deutschland eben am stärksten betroffen. Und Donald konnte heute wieder Geniales twittern. China verhält sich sehr, sehr schlecht. So schlecht wie seit 27 Jahren nicht mehr. Sie sollten eigentlich unsere Produkte kaufen, haben sie aber noch nicht gemacht. Das ist das Problem mit China, dass sie sich nicht an ihre Versprechen halten. Und dann sagte, wir sprechen gerade mit Ihnen ja in Shanghai das Treffen Lighthizer Mnuchin mit den Chinesen. Aber er sagt, die warten wahrscheinlich auf die Wahl 2020, hoffen, dass ich dann nicht mehr da bin. Aber so wird es nicht sein. Und wenn ich dann die Wahl gewinne, dann werden die Zölle und die Bedingungen umso härter werden. Das vor dem Hintergrund, dass wenige Stunden vorher Mnuchin und Lighthizer in Shanghai gelandet waren. Möglicherweise gab es da schon erste Gespräche, erste Kontaktaufnahmen und Mnuchin oder Lighthizer hatten den Eindruck, naja, so wahnsinnig viel hat sich nicht geändert. Vermutlich werden die Chinesen eben darauf bestehen, dass die Amerikaner erstmal alle Zölle abschaffen, bevor man einen Deal machen kann. Genau dazu sind die Amerikaner nicht bereit. Jedenfalls war diese Twitter-Salve von Donald Trump für den DAX naturgemäß Gift. Der exportlastige Index reagiert da besonders auf solche Aussagen. Interessant nach meiner Auffassung ist ein riesiger Warnschuss für die Märkte durch die Fed bzw. durch ein ehemaliges Mitglied der Fed, William Dudley, noch vor kurzem Chef der New Yorker Fed, also der einflussreichsten Notenbank des Notenbankdistrikts innerhalb des Fed-Systems. Die New Yorker Fed hat ja einen permanenten Sitz, der New Yorker Fed-Chef ist permanent stimmberechtigt und vor kurzem war das noch Bill Dudley, wie er auch genannt wurde. William Dudley eigentlich der offizielle Name. Jedenfalls hat der in einem Artikel für Bloomberg Klartext geredet und gesagt, die Märkte erwarten viel zu viel. Er sagte, ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass die Fed einmal die Zinsen senkt, nämlich jetzt dann morgen. Und dann ist erstmal Schluss mit lustig, dann gibt es keine Zinssenkung mehr. Und dann sagt er, das bedeutet, dass die Marktteilnehmer, die eine ganze Serie von Zinssenkungen erwarten, vor einer unangenehmen Überraschung stehen könnten, weil die Fed mehr datenabhängig sein wird wie zuletzt und oder mehr datenabhängig sein wird, als die Märkte glauben. Und er sagte auch noch, ja, seit Juni, seit also der letzten Sitzung, sind die Dinge doch eigentlich ein bisschen besser geworden. Da kann man gar nicht meckern, die Daten sind besser geworden. Dementsprechend gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viele Gründe hier für eine Zinssenkungsorgie. Und er sagte eben auch, wenn wir jetzt die Zinsen weiter senken, dann droht die US-Wirtschaft zu überhitzen auf der einen Seite und drohen eben auch die Finanzmärkte zu überhitzen. Und dann haben wir ein umso größeres Problem hinterher, wenn wir diese Überhitzung wieder abbauen müssen, möglicherweise durch Zinsanhebungen dann. Also das ist Klartext, das kann man nicht klarer formulieren und man kann ja sich vorstellen, dass William Dudley, der ja jeden in der Fed persönlich kennt, der da in der FOMC sitzt, also im Offenmarktausschuss, dass der durchaus kommuniziert noch mit seinen Ex-Kollegen, dass der genau Bescheid weiß, was da Sache ist, was da gedacht wird. Dementsprechend sollten die Märkte das vielleicht ernst nehmen. Tun die Märkte das? Das ist die große Frage. Eher nicht, wenn wir uns mal hier Folgendes anschauen. Wir haben nach wie vor eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20% eingepreist bei den Fed Fund Futures, dass es eine 0,5er Senkung geben wird. Und wenn jetzt die Fed aber nur 0,25% senken wird, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann gehen die Märkte mit einer 76%igen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dann im September die nächste Zinssenkung kommt und eine dritte dann mit immerhin noch 58%
gewichtet. Also das ist nicht so, dass die Märkte glauben, das ist jetzt mal so eine kleine Versicherungszinskürzung, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, sondern die Märkte glauben nach wie vor an den Zinssenkungszyklus und wetten damit gegen einen sehr einflussreichen ehemaligen Notenbanker, der wahrscheinlich weiß, was Sache ist bei der Fed. Eine riskante Wette, wie ich finde. Jedenfalls ist die Situation die, dass wir heute, ich hatte es heute Morgen schon gezeigt, die Apple-Zahlen haben, 22.30 Uhr hier. Mastercard war schon, AMD wird kommen, 22.20 Uhr. Jedenfalls werden wir nach 22 Uhr dann die Zahlen von Apple abbilden bei finanzmarktwelt.de. Da sollten Sie reinschauen. Das wird richtig wichtig vor der morgigen Fed-Sitzung, denn Apple beeinflusst ja ganze Lieferketten, ganze Zulieferindustrien. Dementsprechend wird das wichtig. Aber schauen wir uns nochmal vielleicht abschließend in Sachen Grafiken, die ich hier zeige, den DAX an. Da sehen wir hier, wir sind nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend, sind an den oberen Trend. Kanal desselben gelaufen und haben jetzt diese steile Aufwärtstrendlinie, die seit der Rallye, im Prinzip seit der Nachweihnachtszeit der Fall war, die wird jetzt attackiert. Wenn es hier einen Bruch gibt, dann könnten wir durchaus eben tiefere Tiefs sehen, als wir sie im Dezember gesehen haben, könnten also durchaus weiter fallen, eben diese ganze Trading Range, diesen ganzen Kanal auch wirklich ausnutzen. Ist das eine Warnung für den S&P? Kimberly Charge Solutions, der diesen Chart erstellt hatte, der sagt, ja, das ist durchaus möglicherweise ein schlechtes Zeichen für das, was da kommt. Und darauf wären dann die Amerikaner nicht so richtig vorbereitet, wie wir in folgender Grafik sehen. Das wollte ich nicht zeigen. Das wollte ich zeigen, das ist die sogenannte Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von Puts zu Calls auf den S&P 500. Und wir sehen, es gibt so wenige S&P-Puts im Vergleich zu den Calls wie schon lange nicht mehr. Es ist also wenig Absicherung im Markt. Es würde also richtig wehtun, wenn jetzt was nach unten käme an den Märkten. Schauen wir uns mal hier zunächst mal die Märkte an. Vielleicht starten wir besser mit The DAX, der heute wirklich böse unter die Räder gekommen ist. Wir sehen das hier, 12.122 heute Morgen. Da lugten wir noch über die 12.400er Marke, aber dann ging es von einem roten Kerzchen zum anderen. Das ist schon ein herber Fall. Wir hatten ja den Fall nach Draghi, Enttäuschung über Draghi. Dann diese schleppende, zögerliche, mickrige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde, um dann den nächsten Abverkauf einzuleiten. Schauen wir uns die Amis an. S&P 500, 3011, viel weniger Abverkauf, aber eben auch negativ. Wir sehen den Nasdaq bei 7.953, der Dow unter der 7.200er Marke. Wir haben den Euronen bei 1.1151, pirscht sich so ein bisschen nach oben, ohne wirklich hier zu überzeugen. Wir sehen das Gold bei 1.228 steht, Silber, nicht Silber, sondern Crude Oil hält sich gut bei $57.25. Und wenn es hier noch klappt, das Pfund zu zeigen, da ist es. Dann will ich das machen. Da stabilisiert man sich jetzt auf den Tiefs, die man erreicht hat seit März 2017. Nach wie vor also Brexit-Sorgen. Auch das hat jetzt den DAX ein bisschen erreicht, nachdem immer klarer wird, oh, das wird vielleicht keinen guten Ausgang nehmen. Und deutsche Industrie, die ist ohnehin sehr, sehr schwer belastet. Wenn jetzt sowas noch käme, nämlich ein ungeregelter Brexit mit der Aufschwemmung von Lieferketten, mit Zöllen, mit der gesamten Unsicherheit, Investitionsunsicherheit, die damit zusammenhängt, dann gute Nacht, lieber DAX. Nicht gute Nacht, möchte ich Ihnen sagen, am Freitag, ich habe es mehrfach schon erwähnt, 11.30 Uhr werde ich da einen kleinen Vortrag halten, interaktiv mit Ihnen, wenn Sie dabei sein wollen, im East Hotel in Hamburg, 11.30 Uhr, kostenfrei, könnt ihr dabei sein. Würde mich freuen, Sie mal kennenzulernen. Danach könnten wir dann gemeinsam Mittag essen, uns mal tief in die Augen schauen und gucken, na, was ist denn das für ein Typ überhaupt? Um einfach mal ein Gefühl wechselseitig zu kriegen. Sie sehen mich sozusagen immer im Video. Ich sehe nur eine Kamera, in die ich mit meinen Augen hineinstarre. Aber ich hätte Lust, einfach mal auch Menschen aus Fleisch und Blut zu sehen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn Sie kommen. Und sage jetzt erstmal Servus und Ciao bis 22 Uhr oder nach 22 Uhr. Die Apple-Zahlen bitte bei Finanzmarktwelt informieren, denn das wird den Ton für den morgigen Handelstag prägen. Servus.